Gibt es wirklich eine Sünde, die nicht vergeben werden kann? Und was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Kann es sein, dass du sie unbewusst schon begangen hast? Darum geht es gleich in diesem Video. Willkommen zu einer neuen Folge von Was sagt die Bibel? In dieser Serie wollen wir uns jede Woche mit einem biblischen Thema beschäftigen. Wenn euch unser Programm gefällt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Viele Menschen haben sich schon einmal die Frage gestellt, kann Gott mir meine Sünde überhaupt noch vergeben? Vielleicht kämpfst du schon seit Jahren mit einer bestimmten Sünde und fällst doch immer wieder. Kann Gott so eine Sünde noch vergeben? Die Bibel spricht ja schließlich von einer Sünde, die nicht vergeben werden kann. Doch was ist das für eine Sünde? Hat man sie begangen, wenn man jemanden kaltblütig ermordet hat, wenn man den Heiligen Geist geflucht hat oder wenn man in bewusster Sünde lebt? Lasst uns schauen, was die Bibel wirklich darüber sagt. In Matthäus 12, 31 und 32 lesen wir: Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Um diesen Text zu verstehen, müssen wir uns zunächst einmal den Zusammenhang anschauen. Jesus treibt einen Dämon aus und die Pharisäer beschuldigen ihn daraufhin, dass er das Ganze durch die Kraft des Teufels getan hat. Damit weisen sie die Werke Gottes, also das Wirken des Heiligen Geistes, dem Teufel zu. Das Ganze haben sie aber nicht durch Unwissenheit begangen, denn Johannes 3, Vers 2 sagt uns, dass die Pharisäer wussten, dass Jesus von Gott gekommen ist. In diesem Zusammenhang sehen wir, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist beinhaltet, dass man die Werke Gottes dem Teufel zuschreibt, obwohl man weiß, dass es Gottes Wirken war. Um das Ganze tiefer zu verstehen, müssen wir uns folgenden Punkt anschauen. Der Text sagt uns nämlich auch, dass jede Sünde vergeben wird, außer dieser einen. Sogar Gotteslästerung wird vergeben. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das bedeutet, dass jede Sünde uneingeschränkt vergeben wird, wenn sie aufrichtig bekannt wird. Das Bekennen der Sünde steht in der Bibel auch in Verbindung mit echter Reue und Umkehr. Das können wir an vielen Texten im Neuen und im Alten Testament sehen. In Jesaja 55, Vers 7 lesen wir: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Dieser Text und viele weitere sagen uns, dass Gott reich ist an Gnade und Barmherzigkeit. Er vergibt unsere Sünden gerne, egal wie schlimm sie waren. Das bedeutet, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist eine Sünde ist, die nicht aufrichtig bekannt und aufgegeben wurde. Das Ganze geht aber noch weiter. Ein Mensch hat doch bis zu seinem Lebensende noch die Chance, seine Sünden zu bekennen und aufzugeben. Wie könnte es sein, dass vorher schon er eine Sünde begangen hat, die ihm nicht vergeben werden kann? Wir müssen uns hierzu die Aufgaben des Heiligen Geistes genauer anschauen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns in alle Wahrheit zu leiten und uns von der Sünde zu überführen. Es handelt sich folglich um eine Sünde, bei der der Heilige Geist nicht mehr in der Lage ist, an unseren Herzen zu wirken und uns von der Sünde zu überzeugen. Folglich können wir unsere Sünden auch nicht mehr bekennen und bereuen. Doch wie kann das geschehen, dass der Heilige Geist uns nicht mehr von unserer Sünde überführt? In Hebräer 3, Vers 13 und in Sacharja 6 lesen wir, dass die Sünde unsere Herzen verstockt. Das bedeutet, wenn Gott uns auf eine Sünde aufmerksam macht, wir daraufhin aber auf seine Stimme nicht hören möchten, wir unsere Sünden nicht aufgeben wollen, dann verhärtet sich unser Herz. Wenn wir diesen Prozess immer und immer wieder durchlaufen und gar nicht mehr auf die Stimme Gottes hören möchten, dann kann der Heilige Geist auch uns nicht mehr erreichen und wir sind nicht mehr in der Lage, unsere Sünden zu bekennen und zu bereuen. Wenn wir auf unseren Ursprungstext Bezug nehmen, dann sehen wir, dass manche der Pharisäer ihre Herzen so sehr verstockt haben, dass sie nicht mehr in der Lage waren, Gottes Stimme zu hören.
Daraufhin haben sie die Werke Gottes dem Teufel zugeschrieben, obwohl sie wussten, dass Jesu Werke von Gott waren. Praktisch bedeutet das für dich und für mich, solange du noch von deiner Sünde überführt bist, überzeugt bist, dass das, was du tust, falsch ist und du den Wunsch hast oder auch nur den Gedanken, zu Gott zurückzukehren, solange hast du die unvergebbare Sünde noch nicht begangen und der Heilige Geist wirkt noch an deinem Herzen. Dennoch sollten wir mit unseren Sünden nicht spielen. Wenn wir an unseren Sünden festhalten, dann sind wir immer weniger und weniger in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Deswegen sagt uns die Bibel, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und klick auf die Glocke, damit du über weitere Videos informiert wirst. Das war's wieder von mir. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Was sagt die Bibel?